Freunde, das Jahr 2023 ist so gut wie zu Ende. Zeit für ein kleines Resümee über die Gaming-Highlights dieses Jahres. Und da gab es einige. Gut, es gab auch einige Totalausfälle, aber über die wollen wir heute in diesem Video zumindest nicht sprechen. Wir bleiben positiv. Ich möchte euch meine Top 5 Highlights an Videospielen dieses Jahr präsentieren. Und ich muss dazu sagen, es war ultra schwierig, eine Top 5 festzulegen. Deswegen gibt es ganz am Ende des Videos nochmal ganz schnell im Schnelldurchlauf 4 weitere Games, die es leider knapp nicht in die Liste geschafft haben, aber wo es mir einfach das Herz zerbrechen würde, wenn ich sie nicht wenigstens kurz erwähnen würde. Und wie immer interessiert mich natürlich brennend, was sind denn eure Highlights dieses Jahr gewesen? Welche Spiele-Releases habt ihr dieses Jahr am allermeisten gefeiert, gesuchtet und hoch und runter gespielt? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Hi, mein Name ist Patrick, aka Doc Simpson. Herzlich willkommen auf dem Kanal Gamer Comedy, wo sich alles um Videospiele dreht. Und wenn auch du addicted to Videogames bist und Bock auf diese geile Community hast, dann bleib super gerne mit einem kostenlosen Abo dabei. Übrigens, wenn du nach diesem Video noch 8 Minuten Zeit hast, dann schau einmal in das Video Jugendamt in Hogwarts rein. Dort findest du alle bisher veröffentlichten Teile von meiner Short-Reihe, das Jugendamt nimmt Hogwarts quasi hops. Und nicht nur, dass es meiner Meinung nach sehr, sehr gut angekommen ist, ich möchte mit diesem Video auch so gerne die 10.000 Aufrufe knacken. Also, wenn du noch 10 Minuten Zeit hast, oder 8 Minuten, dann schau super gerne einmal rein. Ich würde mich extrem freuen. Wir haben Meldung erhalten, dass hier mehrere Schüler zu Stein verwandelt wurden. Vergessen Sie die Katze des Hausmeisters nicht. Was? Keine Sorge, die Kinder sind ja schon geheilt. Ein Zweitklässler hat den Basilisken getötet. Ein Zweitklässler? Das ist ja ungeheuerlich. Quatsch, in der ersten Klasse hat er sogar schon gegen einen Troll gekämpft. Ein Troll? Wieso kämpft ein Erstklässler gegen einen Troll? Lassen Sie mich doch ausreden. Er hat auch den Lehrer verbrannt, der den Troll in die Schule geholt hat. Professor Dumbledore, das ist die schlimmste Schule, von der ich je gehört habe. Aber ihr habt von uns So, fangen wir also einmal an mit Platz Nummer 5. Und Platz Nummer 5 ist vor kurzem erst rausgekommen. Es handelt sich um Marvel's Spider-Man 2. Und ich weiß gar nicht, was ich großartig zu dieser Reihe sagen soll, außer I fucking love it. Die Spider-Man-Reihe ist unfassbar gut und sie macht mir einfach riesengroßen Spaß. Und selbst nach Teil 1 und Miles Morales finde ich es in Teil 2 nicht langweilig, durch New York zu schwingen. Und ja, man möchte denken, okay, es ist zum dritten Mal quasi das gleiche Setting. Ja, das hat sich ein bisschen vergrößert, die Map, es sind neue Teile dazugekommen. Aber es wird einfach nicht langweilig. Also irgendwann bestimmt, aber noch ist nicht der Punkt gekommen. Ich habe Teil 1 geliebt, ich habe Miles Morales wirklich extrem gerne gespielt. Übrigens, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, Miles Morales spielt im weihnachtlichen New York, falls ihr das noch nicht gespielt habt. Jetzt ist der beste Augenblick dafür. Aber auch Teil 2, muah. Es gab ein bisschen Kritik, dass das Spiel für einen 70-80-Euro-Titel ein bisschen zu kurz ist. Ich kann diese Kritik bedingt verstehen. Die Hauptstory ist laut How Long to Beat sogar einen ganz kleinen Ticken länger, aber wo Spider-Man 2 Abstriche machen muss, ist in den Nebenquests. Es gibt zwar wieder in New York ganz viele Dinge, die man erledigen kann, aber die reinen Nebenquests, die Geschichten außenrum, die haben sie zurückgefahren und das ist auch mir aufgefallen und das ist auch für mich der Grund, warum das Spiel nur auf Platz 5 gelandet ist, weil ich hätte mir tatsächlich 3-4 Nebenquests mehr gewünscht. Es hätte gar nicht so ultra viel mehr sein müssen, aber ein kleines bisschen mehr und ich wäre zu 100% happy gewesen und das Spiel wäre vielleicht sogar auf Platz 3 gelandet. Vielleicht sogar, ja doch, Platz 3 glaube ich wäre drin gewesen. Aber naja, auf jeden Fall super, super spielenswert. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, macht es unbedingt. Und wenn ihr sagt, Mist, ich habe keine PlayStation, dann schaut euch wirklich ein Let's Play an oder geht auf Twitch und schaut einen Streamer dabei zu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Platz 4 hat mir wirklich riesigen Struggle verursacht. Denn bei keinem anderen Platz hier in dieser Liste habe ich das Spiel so oft getauscht wie bei Platz 4. Aber am Ende gab es dann einen Punkt, und zu dem komme ich gleich, der mich dazu veranlasst hat, dieses Spiel auf die Liste hier zu packen und auf einen meiner Meinung nach verdienten Platz 4 zu packen. Es geht um Anno 1800. Und jetzt denken sich bestimmt einige, warte mal, ist der blöd, hast du was am Lack gesoffen? Das Spiel gibt's doch schon eine Weile. Ja und nein. Ich rede explizit von der Konsolenversion. Und
Ich konnte mir nie vorstellen, dass eine Konsolenversion von Anno mich jemals überhaupt interessiert. Ich meine, nicht falsch verstehen. Ich habe Anno als Kind geliebt. Ich bin mit diesen Spielen aufgewachsen. Ich habe sie so gerne damals gespielt. Ich war nicht sonderlich gut, weil ich halt ein kleines, dummes Kind war. Aber ich habe sie geliebt. Aber Anno 1800 ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe das alles mitbekommen. Super Spiele und gibt's für den PC. Und ich glaube, 2019 rausgekommen. Aber irgendwie, ich habe es nie gespielt. Und dieses Jahr kam dann diese Konsolenversion. Ich dachte mir, boah, wenn das gut umgesetzt ist, Anno auf der Couch zocken, wie geil wäre das denn? Und dann dachte ich mir so, solche Spiele sind in der Regel nie gut portiert auf die Konsole. Das ist immer extrem unhandlich mit dem Controller. Spoiler-Alarm, es ist unfassbar gut umgesetzt. Dieses Spiel ist einfach nur... Es ist einfach nur geil. Es ist wirklich, ich hab so viele Stunden in Anno 1800 auf der Couch, auf der PlayStation versackt. Das ist unfassbar. Ich hätte damit selber nie gerechnet. Und das ist dann nämlich auch der Grund, warum ich mich für dieses Spiel entschieden habe und nicht für das andere, was dann in den 4 Spielen nochmal kommt, die es nicht in die Liste geschafft haben. Ich habe bei Anno wirklich mich so oft dabei erwischt, wie ich gesagt habe, ach, nur noch schnell da ein paar Häuser hinbauen und denen ihre Bedürfnisse erfüllen und dann mache ich aus. 4 Stunden später. Oh, na, aber jetzt muss ich noch die Handelsroute hier festlegen und dies und das und jenes und 4 Stunden später. Ja, dieses Spiel ist ein Zeitfresser. Im positivsten Sinne, es ist einfach nur unfassbar gut. Also, ich kann euch diese Konsolenversion nur ans Herz legen. Einziger Wermutstropfen der Konsolenversion, man kann sie natürlich nicht modden und es gibt leider nicht alle Inhalte, die es für den PC gibt und zumindest im Frühjahr hatte Ubisoft auch gesagt, dass es da die Inhalte nicht noch geben wird. Es gibt quasi diese Konsolenversion, das ist abgeschlossen. Auf dem PC hat man deutlich mehr Inhalte. Mich hat das erstmal nicht gestört, wenn man da jetzt wirklich über einen ganz langen Zeitraum von mehreren Monaten drin versumpfen will, dann ist es vielleicht irgendwann ein bisschen blöd, aber ich glaube, ihr habt genug mit der Konsolenversion zu tun und ich kann euch nur empfehlen, schaut unbedingt da einmal rein. Und Platz Nummer 3 ist tatsächlich ein Remake. Ja, ein Remake hat es in diese Liste geschafft, aber es ist nicht irgendein Remake. Es ist das Remake von Resident Evil 4. Resident Evil 4. Und dieses Spiel hat mich im positivsten Sinne so krass überrascht und abgeholt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich muss dazu sagen, ich habe Resident Evil 4 im Originalen damals nicht gezockt. Ich glaube, ich war auch viel zu klein und zu jung und durfte das auch gar nicht spielen. Und ich habe es auch nie nachgeholt. Deswegen dachte ich mir, ey geil, ich habe das Resident Evil 2 Remake gespielt, das fand ich schon ultra gut. Das Resident Evil 4 Remake muss ja dann auch gut werden. Es ist besser als gut. Es ist einfach Wahnsinn. Also das Spiel hat mich so an den PC gefesselt, wie schon lange kein Spiel mehr. Ich bin eigentlich der klassische Couch-Potato-Zocker. Ich zocke am liebsten auf der Konsole. Ich tue mich teilweise echt hart am PC, lange zu zocken. Bei Resident Evil nicht. Dieses Spiel hat mich so krass in den Bann gezogen, dass ich wirklich, wirklich lang am PC saß. Und das Schönste ist, dann kam noch dieses Jahr das Separate Ways DLC raus. Das ist auch nochmal richtig geil. Also ihr könnt dann quasi die Story nochmal aus der Sicht von Ada spielen. Also alles in allem bietet dieses Spiel einfach unfassbar viel Spielspaß. Resident Evil hat eh einen sehr hohen Wiederspielbarkeitswert durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und was man da nicht alles einstellen kann. Also es ist einfach unfassbar gut und ich hoffe inständig, wirklich, dass dem Silent Hill 2 Remake das gleiche passiert wie dem Resident Evil Remakes, nämlich dass sie genauso gut werden, weil das hat auch dieses Spiel verdient. Das sei an der Stelle einfach mal kurz in einem Nebensatz erwähnt. So, kommen wir zu Platz Nummer 2. Und zwischen Platz 1 und 2 habe ich mich tatsächlich schwerer getan, als ich dachte. Warum? Warum? Wenn ihr gleich Platz 2 und Platz 1 seht, ist es wahrscheinlich für viele eine relativ logische Wahl. Ich selbst muss trotzdem sagen, in mir schlagen da so gefühlt zwei Herzen. Platz Nummer 2 geht an Starfield. Und Starfield hat furchtbar viel Kritik einstecken müssen. Und ja, Starfield ist nicht perfekt und es hat natürlich gewisse Bugs. Aber ich finde, irgendwie gehören diese Bugs und
Irgendwie gehören diese ganzen Themen, die da außen rum sind, zu genau diesen Bethesda-Rollenspielen mit dazu. Aber Starfield ist eine unfassbar große Welt, die einen so krass reinzieht, wie ich finde. Und ich bin nicht mal der größte Sci-Fi-Fan. Ich habe gar nicht so viele von diesen Science-Fiction-Spielen gespielt, also die halt in diesem Science-Fiction-Universum angesiedelt sind. Ja, ich habe Mass Effect gezockt zum Beispiel und habe es geliebt. Ich bin auch Star Wars-Fan. Aber ich bin jetzt nur wirklich bei so ganz ausgewählten Sci-Fi-Games mit dabei. Und Starfield hat mich vom ersten Moment an krass abgeholt und damit habe ich selber nicht gerechnet. Meine persönlichen zwei größten Kritikpunkte, und das ist dann auch für mich der Grund, warum es dann am Ende nur für Platz 2 gereicht hat, ist einmal, dass leider die deutsche Synchro nach wie vor sehr asynchron ist und das bisher nicht gefixt wurde, was ich sehr, sehr schade finde. Und stellenweise, wobei das schon wieder Meckern auf hohem Niveau ist, stellenweise sind es einfach sehr viele Ladebildschirme. Vor allen Dingen in den großen Städten finde ich das manchmal etwas anstrengend, weil ihr in jedem Laden, in den ihr geht, in jedes Gebäude habt ihr einen Ladebildschirm. Ihr geht rein, Ladebildschirm, ihr geht wieder raus, Ladebildschirm. Ihr wechselt den Distrikt von A nach B, Ladebildschirm. Auf den Planeten an sich ist das gar nicht so schlimm, aber wenn ihr eben in einer großen Stadt seid und da viel von A nach B rennt, dann wird es mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, denn Starfield schafft es, wie kaum ein anderes Spiel, einen in so einen Quest-Sog reinzuziehen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich war auf Neon und ich bin auf diesem Planeten bzw. auf der Stadt Neon so krass versumpft, das habe ich selten erlebt. Ich wollte eigentlich nur eine Quest der Crimson Fleet machen auf Neon und beim Rumlaufen habe ich überall von NPCs so Kleinigkeiten aufgeschnappt. Ne? Und dann stand da oben links, neue Aktivität, neue Aktivität, neue Aktivität. Und ich denke mir so, fuck, die Sachen, die diese NPCs erzählt haben, das klingt spannend. Man musste zum Beispiel dann einen Mordfall auflösen. Und das waren wirklich richtig, richtig gute kleine Nebengeschichten. Und das Schöne war, die waren relativ schnell abgeschlossen. Du hast dann nicht so einen Ewigkeitswulst an Questreihen aufgemacht, sondern du hattest eine kleine, schöne, kompakte Geschichte, die du relativ zügig abschließen konntest. Und es war extrem befriedigend danach zu wissen, ey geil, ich habe jetzt diesem NPC geholfen, ich habe diesen Mordfall aufgeklärt, die Frau ist, naja, happy, weil der Mann ist trotzdem tot, aber egal. Es war einfach krass und ich habe so lange Zeit auf diesem Planeten verbracht und bin eigentlich gar nicht zu dem gekommen, weswegen ich da war, nämlich meine Crimson Fleet Quest, sondern ich habe bestimmt 10, 15 Nebenquests und Nebenaktivitäten gemacht und das liebe ich so sehr an diesem Spiel und das machen so wenige Games, dass man da einfach in diesen Quest-Wulst reingezogen wird und am Ende erwischt man sich selbst dabei, dass man sich denkt, warte mal, warum war ich jetzt eigentlich auf dem Planeten? Und diesen Moment hatte ich mehrfach, dass ich mir dachte, fuck, was wollte ich denn eigentlich auf Neon? Weil, also den Mord aufklären, das ist jetzt gut und schön, aber das war eigentlich nicht mein primäres Ziel. Und das ist einfach an Starfield Wahnsinn. Und dann generell diese Welt, die zum Erkunden einlädt, diese Planeten. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, braucht es 1000 Planeten, aber das ist doch am Ende egal. Wenn ich nur 50 Planeten erkunden will, dann ist doch egal, ob es noch 950 gibt oder nicht, die tangieren mich ja dann nicht. Und wenn ich aber 1000 Planeten erkunden will, dann kann ich das machen. Also, long story short, für mich ist Starfield ein absolutes Highlight. Hätte es 2-3 Kleinigkeiten an Bugs weniger, dann wäre der Kampf um Platz 1 wesentlich, wesentlich härter für mich gewesen. Aber so kommen wir zu Platz 1. Und Platz 1 ist wahrscheinlich tatsächlich allen klar. Jeder, der so ein bisschen meinen Spielegeschmack kennt, was sich jetzt ja auch schon durch diese Liste hier zum Teil zieht, wird sich denken können, welches Spiel da nun steht. Natürlich reden wir von Baldur's Gate 3. Und jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe mich zwischen Starfield und Baldur's Gate 3 tatsächlich sehr, sehr hart getan. Denn ich glaube, für viele ist es nicht nachvollziehbar. Ich persönlich bin aber, und das ist ja meine persönliche Liste, ich persönlich bin aber ein absoluter Bethesda-Fanboy. Ich liebe diese Spiele einfach. Ich liebe einfach diesen Questzug, den ich da habe. Ich liebe einfach alles an diesen Rollenspielen. Skyrim, Fallout, Oblivion. Egal, Starfield. Name it, I love it. Und deswegen hatte ich tatsächlich diesen Struggle im Kopf mit Baldur's Gate 3. Weil das war für mich dieses Jahr eine extreme Überraschung. Mich hat ein Arbeitskollege ewig lang genervt, bis ich mir überhaupt dieses Spiel gekauft habe, weil ich habe dieser Hype ging komplett an mir vorbei. Tatsächlich ging dieser Hype lange an mir vorbei. Also lange, 2-3 Wochen. Aber ich habe es mir dann gekauft und ich muss sagen, das Spiel ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Einziges Manko, und das ist mein Manko, und Schande über mich, Asche über mein Haupt, ich habe leider nicht die Zeit gehabt, es so intensiv zu spielen, wie ich es gewollt hätte. Aber in der Zeit, in der ich es gespielt habe,
ist mir klar geworden, dass dieses Spiel einfach auf einem ganz anderen Level spielt. Das ist nicht mal mehr die gleiche Sportart, wie was ganz viele andere Entwickler machen. Das ist einfach eine ganz eigene Liga für sich. Es ist Wahnsinn, dass man ein Spiel sowohl im Singleplayer als auch im Koop durchspielen kann oder generell spielen kann und es jedes Mal ein komplett anderes Spielerlebnis ist. Ich habe einen Charakter, mit dem bin ich im Singleplayer-Modus genauso weit wie mit meinem Bruder im Multiplayer-Modus und die Art und Weise, wie diese Geschichte sich entwickelt, das sind einfach zwei verschiedene Geschichten. Klar ist der Kern gleich, aber es ist so unfassbar, wie groß diese Entscheidungsvielfalt ist, wie viele unnormale Möglichkeiten man hat, die man sich gar nicht ausdenken kann, gefühlt. Also wirklich Props an die Leute, die sich diese ganzen Handlungsstränge ausgedacht haben. Ich will nicht wissen, wie viele Gehirnknoten diese Leute am Ende des Tages hatten. Aber es ist unfassbar. Und man kann gefühlt alles machen. Ich glaube, ich hatte in noch keinem Spiel so viel Entscheidungsfreiheit wie in Baldur's Gate 3. Und deswegen ist es natürlich am Ende ein absolut verdienter Platz 1. Und ich hoffe, dass ich jetzt während den Weihnachtstagen ein bisschen Zeit finde, in diesem Spiel endlich mal weiterzuspielen, dass ich auch da einfach noch mehr Spielerfahrung sammeln kann. Das waren mal einmal meine Top 5. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ich habe noch 4 Spiele. Die würden mir wirklich das Herz brechen, wenn ich sie nicht erwähnen würde. Und deswegen gehen wir hier einmal ganz schnell durch diese Spiele durch. Und das erste Spiel, das es nicht auf die Liste geschafft hat, ist Dead Space. Das Remake, was dieses Jahr rauskam, im Januar, glaube ich. Unfassbar. Ich habe Dead Space damals geliebt und ich liebe auch jetzt das Remake. Und ich hoffe inständig, dass sie Teil 2 auch ein Remake spendieren. Der einzige Grund, warum ich mich für das Resident Evil Remake entschieden habe, ist, weil mich Resident Evil einfach mehr überrascht hat, weil Dead Space kannte ich schon. Das kannte ich von früher und Resident Evil 4 eben nicht. Aber auch dieses Spiel soll zumindest ganz kurz hier Erwähnung finden. Das nächste Game ist Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy ist eigentlich ein richtig, richtig, richtig geiles Game. Für meinen Geschmack ist dem Spiel zum Schluss einfach ein bisschen die Luft ausgegangen. Es waren dann zu viel Sammelgeschichten und zu wenig Story am Schluss. Also ich habe mich zumindest zu sehr in dieser Sammelei verloren und irgendwann hatte ich dann auf die Story nur noch so semi-Bock und habe so die letzten 2-3 Missionen nur noch gemacht, damit ich es gemacht habe. Und ich muss tatsächlich sagen, mir haben einfach ein paar Mechaniken gefehlt. Hauspunktesystem, nicht existent, dass du tun und lassen kannst, was du willst, fand ich schade. Ich habe mich nicht gefühlt wie ein Schüler, sondern eigentlich wie ein Erwachsener, der halt in der Schule pennt. Ja, weil egal, was ich getan habe, es hatte keine Konsequenzen. Nichts hatte Konsequenzen und das, wenn man das noch einbauen würde in den nächsten Teil, dann wäre, glaube ich, Hogwarts Legacy perfekt. Aber natürlich allein durch die Kulisse, allein die Grafik, allein diese ganze Umgebung, die sie gebaut haben, sensationell. Spiel Nummer 3 ist Assassin's Creed Mirage. Und Assassin's Creed Mirage war für mich vor allen Dingen nach einem sehr enttäuschenden Valhalla Balsam für die Assassin's Creed-Seele. Ich bin riesen Fan von diesem Franchise und für mich war einfach Valhalla gar nichts. Ich bin nicht rangekommen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr gerne einmal reinschauen, warum ich an dieses Spiel nicht rangekommen bin. Aber Mirage hat mir wieder richtig gut gefallen. Back to the Roots. Mich haben auch diese ganzen Diskussionen über die Grafik tatsächlich völlig kalt gelassen, weil mir hat das Spiel als solches, als Gesamtpaket einfach sehr, sehr gut gefallen. Es war kompakt, mit 20 Stunden hatte man das Ding erledigt. Es war einfach ein rundes Spiel, aber leider für die Top 5 hat es eben nicht ganz gereicht. Und das letzte Spiel, und das ist jetzt das Spiel, wo ich zwischen Anno und diesem Spiel überlegt habe. Und wenn ihr es jetzt gleich hört, werdet ihr denken, wie kann er diese beiden Spiele vergleichen? Kann man nicht. Die Rede ist von Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, man kann Tears of the Kingdom überhaupt nicht mit Anno 1800 vergleichen. Wirklich nicht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Genres, es sind zwei richtig gute Spiele. Und Tears of the Kingdom ist in sich ein Meisterwerk. Es ist ein sensationelles Spiel. Wirklich. Bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe dieses Spiel. Es hat mich auch in seinen Bann gezogen. Ich habe es auch gesuchtet. Aber der entscheidende Punkt, warum ich mich für Anno entschieden habe, ist, spielzeittechnisch habe ich mehr in Anno verbracht als in Tears of the Kingdom. Und Anno hat eben wirklich diesen Effekt gehabt, dass ich die Zeit richtig krass vergessen habe. Und Tears of the Kingdom hatte wahrscheinlich jetzt das Nachsehen, weil es nicht wirklich was Neues war. Man kannte viele Mechaniken durch Breath of the Wild, was Tears of the Kingdom in keinem Fall schmälern soll. Aber mich hat einfach Anno 1800 einen Ticken mehr abgeholt. Das einfach nur als Erklärung, wieso, aber ich hätte dieses Video hier nicht beenden können, ohne Zelda Tears of the Kingdom zu erwähnen, weil dieses Spiel muss einfach Erwähnung finden und es ist einfach ein unfassbar geiles Game. So, das waren die Top 5 und die inoffiziellen Top 9.
Ich bin jetzt super gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, was eure Gaming-Highlights waren. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt du mich als Content-Creator extrem. Und bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken.